Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Es ist mal wieder Chrissy Schnüssi und ja, X4. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich beim Teladi Raumdog, denn ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt und wir sind bei den Teladi jetzt auf 20 und bei den Paraniden sind wir fast auf 20. Und ja, ich bin jetzt mal hier an der Werft, um mal zu gucken, was die so für Schiffe haben. Und für uns bleibt ja nur der Phönix. Was anderes können wir ja nicht machen. Wir gucken uns mal die schwere Ausführung an. Der hat zwei fette Kanonen vorne dran. Wir gucken mal die Reiseantriebe, ja. Große Schilde. Allround-Antriebe. Nochmal Schildgeneratoren, drei Stück, die zwei Hauptwaffen. 6 Türme, links und rechts und jeweils dann die anderen Türme. Schrallenenergie, ja, das ist halt ihre Hauptwaffe. Ein paar Drohnen, ein paar Täuschkörper, Reparaturdrohnen. Wir könnten vielleicht noch ein paar Verteidigungsdrohnen mitnehmen. Würde ich sagen, die kann man ja dann auch auf jeden Fall mal starten. Gucken wir mal, kostet 17 Millionen. Also, jetzt ist halt die Frage, wollen wir jetzt dieses fette Schiff nehmen, um mal die eine oder andere Station abzureißen? Also vorausgesetzt, es funktioniert, ja. Oder große Schiffe damit zu zerstören. Oder wollen wir lieber warten, bis wir bei den Paraniden soweit sind? Weil bei den Paraniden gibt es ja auch schöne Schiffe. Die haben zum Beispiel auch krasse Träger, also Zeus. Sieht ein bisschen aus wie ein Diskus. Und Zeus E. Ja, der hätte natürlich weitaus mehr Dings. Ah gut, das ist jetzt ein Träger, entschuldige bitte. Und hier hätten wir halt die Odysseus. Die hat halt 128 Schild. Ja, 128.000 Schild hätte die. Und also jetzt erstmal ohne Schildgeneratoren, ohne alles. Wir können ja die noch aufboosten. Das ist halt die Frage, ja. Wollen wir jetzt die Kohle investieren und wollen uns mal ein L-Schiff kaufen? Hülle. 152.000 Schild. Aufladerate 771. Ja. 3.000 Schaden. Burstwaffenleistung. Boah. Also ich meine, gut, ich würde hier wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Aber wir machen mal Folgendes, wir drücken mal F5, so wie immer. Und dann kaufen wir das Schiff einfach mal, fliegen damit mal rum und gucken mal, was passiert. Wir hängen das mal vor eine Station und gucken mal, was passiert. Einfach mal ausprobieren. Das wird zwar ewig dauern, bis das da ist, aber das ist egal. Ja. So, die Hauptwaffen haben wir. Die Schütztürme lasse ich jetzt mal auf Laserenergie. Strahlenenergie, das ist das, was wir ausgewählt haben hier für den, das ist okay. Ich würde aber noch ein paar mehr Verteidigungsdrohnen mitnehmen, einfach für einen Notfall. Reparaturdrohnen, zwei Stück, ja, muss ausreichen. Mit Kapitän natürlich, ist ja klar. Und die stellen wir alle auf Verteidigen. Die sollen mich ja nur verteidigen. Die sollen ja nicht meine Feinde angreifen, sondern die, die mich angreifen, werden von meinen Türmen auch angegriffen. Okay, zur Einkaufsliste hinzufügen. Es bleibt noch eine Million Euro über. Wir bauen das Ding mal. Wir gucken mal, wir haben ja gespeichert, wir können das machen. Vielen Dank. So, dann wieder zurück. Ich habe auch noch, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Moment, ich muss erstmal schnell zurückfliegen. Das Schiff wird bald abdocken. So, mal gucken, das dauert ja ein bisschen, 5 Minuten, bis das gebaut ist. Ich habe hier auch große Probleme. Die NPCs greifen immer meine Satelliten an. Und es scheint, als wird er gerade angegriffen. Wurde er auch erst zerstört, aber von wo? Hä? Warum haben denn meine Dings nicht angegriffen? Meine Türme. Ne, es spielt aber keine Rolle. Es ist jetzt egal. Ich bin bei den Paraniden eh bald 20 und was nämlich mit 20 auch eine Rolle spielt, ist nämlich, dass man dann alle Daten der Händler bekommt. Also wenn er mal guckt, hier haben wir zum Beispiel irgendwo
noch eine Teladi-Station, wo wir keinen Dings haben. Genau. Hier haben wir jetzt keinen Satellit. Aber trotzdem können wir uns hier die Handelsangebote angucken. Ja, und das ist halt das Geile, dass man, wenn man Level 20 ist, kriegt man die Handelsangebote der Stationen und damit sehen wir auch genau, was los ist. Und auch der Manager sieht das. Und dementsprechend kann der dann handeln und wir brauchen dann gar keine Satelliten mehr. Die Satelliten sind eigentlich nur dafür da, um den Verkehr hier zu sehen. Und was mich halt hier total nervt, ist, dass die mir immer wieder den Dings wegkrachen. Also hier ist ein Schiff und das hat nicht gesehen, wie der Satellit zerstört wurde. Hier war kein Schiff zu sehen. Also ernsthaft, das ist ein Bug. Das kann ja nicht sein. Da war kein Schiff. Ja, und wieder ist der Satellit kaputt. Ja, hier dasselbe Spiel. Lasertürme und der Satellit ist kaputt. Wie geht das? Kann gar nicht sein. Hier ist auch gar kein Wrack. Also gut, das wird schon weg sein inzwischen, aber das kann doch nicht sein. Was soll das? Aber sei es drum. Wir können ja mal den Pegasus nochmal losziehen lassen. Der kann nochmal hier sich irgendwo welche holen. Wo kann er sich welche holen? Hier machen wir hier mal ausrüsten. Und dann holen wir nochmal welche. Holen wir mal noch. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Geld. 10 Stück. So, dann fliegt der jetzt dahin und holt die sich. Dann können wir hier nochmal 2 auslegen, bis wir dann bei den Paraniden 20 sind. Da sind wir ja nur schon 18 inzwischen. Ja. Ja, also diese Leute hier vom Korsaren des Herzogs, also das ist widerlich, was da passiert. Das nervt voll. Dass die immer kommen und meine Satelliten so schießen. Jetzt habe ich hier 150 Lasertürme stehen und die schaffen es trotzdem, den wegzuschießen. Also das ist... Ist für mich nicht erklärbar. Den haben sie auch weggeschossen hier. Aber hier ist ein Sonnenkraftwerk, das ist mir jetzt auch egal. Das ist mir völlig Tinte jetzt. So, Phoenix dauert natürlich ein bisschen. Ist die Frage, wo fliegen wir zuerst hin? Also ich würde ja sagen, wir reisen erstmal hier die KDH-Station ab. Also einfach mal nur, weil wir es können. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir es können. Das werden wir sehen, was passiert. Aber ich fliege da hin und reise sie ab. Und dann ist gut. Also wenn es geht. So, was ist denn hier mit meinem Schiff? Wollen wir denn heute nochmal irgendwann losfliegen? Also der hat jetzt während der ganzen Ansage 7 oder 8 Minuten hat er jetzt gebraucht, um hier von da nach da zu kommen. Also ernsthaft, das ist lächerlich. Lächerlich. Ich will ja bloß hier mal zurück. Das Schiff wird noch gebaut. Ich denke mal, da werden die jetzt hier ein bisschen brauchen. Weil die wahrscheinlich jetzt erst das Material brauchen und sowas alles. Wie gesagt, ich war da nochmal los, habe die Nanotronic-Bauplan noch geklaut. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Hier sind schon wieder irgendwelche KHK-Viecher unterwegs. Naja, jedenfalls habe ich den... Erreiche System, leuchtendes Versprechen. Den Nanotronic Bauplan geklaut. Was ist denn das hier? Wieso liegen denn hier schon wieder so viele Kartons rum? Wurde ich jetzt gehackt oder was? Alter, mich hat jemand gehackt. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Sind sie. Okay, hat sie erledigt. Mich hat jemand gehackt und dann hat er alles ausgeworfen. Oh, die Blödmänner, ey. Das gibt's doch ja nicht, ey. Ja, haben sie. Ja. Eindeutig. Das hatte ich schon mal. Das ist auch so ein Thema. Du kriegst es nicht hin, ja. Die Station hat einen Radius, man sieht die Schiffe kommen, aber man sieht nicht, dass man gehackt wurde. Und dann schmeißt meine Station natürlich alles raus, ist ja klar. Hier ist ein Corsair. Hier ist ein Corsair, das ist wieder so einer. Oh, jetzt ist mein Schiff nicht da. Wo ist mein Schiff? Nemesis. Nemesis. Angreifen. Erreiche System, Dreieinigkeit.
Jetzt haut er ab. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Das ist auf jeden Fall ein Bösewicht. Erreiche System, frommer Nebel. Wo sind denn meine Schiffe hin? Ja, der hackt den jetzt bestimmt. Oder irgendwas macht der jetzt wieder. Der hat sich nämlich getarnt, ne? Da steht Teladi, aber Corsair Prometheus. Was macht der irgendwas? Packt sich voll und verzieht sich wieder. Erreiche frommer Nebel 4. Ja, wenn das Schiff fertig ist, dann fliegen wir mal los. Das wird natürlich ein bisschen dauern, so ein L-Schiff. Wie gesagt, das sind ja viele Materialien. Und das muss man dann erstmal liefern, sag ich mal. So, und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir ja die Honigfresser alle noch austauschen. Das machen wir später noch. So, aber irgendwie kommt hier kein Schiff ran. Da kommen sie alle drei, ne? Siehst du, jetzt geht's los. Der wird sowieso abhauen, der wird wegboosten, der wird aus dem System fliegen. Keiner meiner Schiffe wird hinterherkommen. Haben wir alles schon durch. Aber wir probieren es mal. Wie gesagt, kann man wunderbar erkennen, wenn man den anklickt. Ne? Der ist auch rot. Und das sieht man auch am Namen. Corsair, da steht's. Guck, ihr habt ne, er hat die Heckzitter. Suprafluid. Container. Na, jetzt müssen sie ja noch durch den Stoff hier durch. Ja, er hat sie hackt. Hör auf, so viel zu quasseln. Dann klappt das Fliegen vielleicht auch besser. Jetzt habe ich aber Angst. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, der dreht jetzt voll auf. Das heißt, meine Schiffe werden nicht hinterherkommen. Ja, sie schaffen es eventuell doch, den zu klatschen. Ach, das ist, weil er hier noch auf die Station stinkt. Was boosten sie denn jetzt weg, ey? Oh, Leute, ihr sollt den kaputt machen. Ja, schieß mal schön auf die Station, du Blödmann. Kriegt aber hart auf die Fresse. Verschonen Sie mich. Sie werden sterben. Sie laden mir keine Angst ein. Strengen Sie sich das nächste Mal mehr an. Noch etwas mehr gefällig? Der eine ist schon abgehauen. Keine Sorge, es geht schnell vorbei. Manchmal lassen Sie Ihr Schiff auch, stehen. Das wäre jetzt natürlich geil, dann hätten wir eine Prometheus. Aber das, oh, jetzt fliegen sie um die Station rum. Nein, bitte nicht. Oh. Ah, der verlässt das Schiff einfach nicht. Verdammt, bitte schießt. Nicht. Wir machen das kurz und schmerzlos. Schießt doch mal, Leute. Jetzt haut er ab. Das können sie doch sicherlich besser. Oh, könnt ihr den jetzt mal abknallen, bitte? Erwarte Befehle. Jawohl. Geil.
man leider nicht größer machen. Da steht's. Ja, das ist halt das Problem. Die hacken deine Station. Die Station schmeißt alles raus. Und dann, Und dann da kannst du nichts gegen machen. Ich weiß nicht, ob man da was gegen machen kann. Ich glaube nicht. Gegen das Hacken? Nee. Ich glaube nicht. So, was ist denn das? Cargo voll oder was? Nee. Oh, ey. Wahrscheinlich zu groß. Die Fracht. Nee, ist er nicht. Oh, haben sie die Station hier gerade schon wieder gehackt? Alter Falter. Sieh, dass es schon wieder rumliegt, ey. Oh, scheiße. Das Schlimme ist, wenn du das nicht einsammelst, ist das weg. Ja. Das verschwindet ja irgendwann. Oh, Medikamente, die nehmen wir mit. Kriegt der sowieso nicht in sein Cargo, aber ist egal. Können wir erstmal so machen. So, wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn bei den Paraniden mittlerweile? 18 immer noch, okay. Wir müssen mehr handeln mit denen. Mich haben sie ja vorhin auch wieder gehackt hier, die Blödmänner. Kannst ja nicht machen, ne? Alter Falter, die haben mal wieder Kohle gemacht, ey. Wie sieht's denn hier auf der anderen Station aus? Die hat natürlich kein Geld gemacht, wahrscheinlich. Ah ja, auch ein bisschen, alles klar. 5,7. Das ist geil, dann können wir uns noch so ein Schiff kaufen. So ein großes. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. 45%, alles klar. So, der muss hier gerade abzischen, weil hier schon wieder Schwarmwächter sind. Ach Mann, ey, wir brauchen hier auch ein paar Schiffe. 2 Minuten, jetzt los. Das wird so ein geiles Schiff. Also ist Teladi, das wird jetzt nicht geil, aber ja, das ist unser größtes Schiff, was wir aktuell haben, und dann auch so ein L-Schiff kann hier entert werden oder umgebracht werden. Du es nicht. Die haben sie voll gehackt hier, die Jungs. Schöne Scheiße, ey. Man halt immer gucken, ja. Da müsste man halt sich einen Alarm setzen, ne? Das kann man ja auch machen. Man kann ja Alarme setzen, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn man Alarme, wenn man Alarm setzt, wo man das Wort Corsar mit reinschreibt. Wie war denn das? Hier gibt es irgendwie Alarme.
Wo war es denn? Hier. Hier gibt's einen Alarm. Alarm. Das wäre dann jetzt profitabler Handel 1. Nein, wo sind wir denn gerade? Ach Mensch, ich weiß aber nicht, welchem System wir sind. Wir sind in Frommer Nebel 4. Frommer Nebel 4. Gucken wir mal, was passiert, ob wir das. So, Alarm. Frommer Nebel 4. Frommer Nebel 4. Okay. So. Fraktion hinzufügen. Kark. Xenon. Korsan des Herzogs und Pakt von Grüne Schuppe. Okay. Objektklasse alle Objekte. Objektzweck alle. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Wer? Der Geierhändler? Von wem denn? Von wo ist denn der gekommen? Von hier? Nein. Oh, was war denn das gerade? Gegner im System. Okay. Ist ja ein geiler Dings. Ja, hier. Prometheus. Die machen wir mal als Ziel. Da ist er. Hier, komm. Gegners. Elite-Angreifer, Nemesis, Pegasus. Einmal angreifen. Geil, funktioniert. Die fliegen los, oder? Fliegen sie los? Fliegen sie jetzt los oder nicht? Ja, sie fliegen los. Oh, jetzt sehen sie nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Oh, unser Phönix ist fertig. Phönix, kann man bitte hierher kommen? So, dann sehe ich ihn. So, los, kommt, Jungs. Ran. Wir können auch auf jeden Fall noch Jägerstaffeln bauen. S-Schiffe, scheiße, ja. Jäger. Ich habe mal geguckt, wenn man die ein bisschen ausstattet, ja, dann kosten die richtig Geld. Ist nicht gut. Jetzt hat er sich natürlich hier im Belt versteckt, ja. Aber er kommt auf uns zu. Das ist gut. Spiel wird gespeichert. Sehr schön. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann gucken wir uns, würde ich sagen, mal den Phönix an. Wenn der in Reichweite ist, können wir ja drauf springen. Ich weiß gar nicht, was haben wir für einen Piloten gekriegt. Wir müssen mal gucken. Es kann nämlich sein, dass man ein oder zwei Sterne kriegt. Das wäre schön, wenn er schon zwei hätte. Ist ja ein großes Schiff. Ja, ein Stern. Ein Stern. Nicht mal ein Stern. Ach du Scheiße. Naja. So, wir fliegen hier wieder durch die Steine durch. Das heißt, der haut hier wieder ab. Komisch, dass der so schnell hier durchfliegen kann und wir können es nicht. Ja? Also das ist komisch. So, was ist denn jetzt hier für edle Metalle? Ja, den halten wir nicht mehr auf. So, bei den Paraniden haben wir jetzt natürlich noch nicht. Haben wir natürlich jetzt keine. Ah, hier eine Polizeikontrolle. Bei den Paraniden haben wir jetzt natürlich noch keine Info. Was jetzt hier los ist. Also das ist Spielmechanik, ja. Also die können irgendwie, können die instant auftauchen und das ist vielleicht sogar ein Bug. Und das ist wirklich ein Bug. Die können instant auftauchen und wie gesagt, mein Schiff stand hier daneben. Das, der Pegasus stand hier daneben und er hat nichts gemacht. Und ich habe ja nicht mal das Schiff gesehen, was da den Satelliten angegriffen hat, ja. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Also ich könnte mit der Phoenix Laser-Türme MK2 auslegen, aber das bringt es ja auch nicht. So, wo ist er denn? Da ist er. Riesenschiff. Alter Falter. Fliegende Murmel. Ja, ist natürlich vorbeigeflogen an dem Ding, ist klar.
Ach, komm, hör doch auf. Jetzt fliegst du, weil du dran vorbeigeflogen bist, fliegst du jetzt... Ich weiß gar nicht, können L-Schiffe überhaupt auf die Bahn? Das weiß ich gar nicht. Könnte sein, dass das nämlich nicht so ist. Ja, jedenfalls habe ich hier noch Material gesammelt gehabt und konnte dann ein L-Schiff bauen. Und das war ja ziemlich geil, wie ich finde. So, wir wollten mal auf die Pegasus rüberspringen. So, jetzt bin ich in der Pegasus. Angreifer. Genau, weil der ist nämlich ziemlich zügig. Und mit dem können wir dann noch ein bisschen spielen. So, können wir uns hier jetzt schon drauf teleportieren? Nein, können wir nicht. Aber es sieht so geil aus, oder? Es macht so einen Spaß, dieses Spiel. Investierst du natürlich auch einen Haufen Stunden, ja. Darfst du nicht vergessen. Also das L-Schiff ist nicht unsterblich, das weiß ich auch. Und das ist nur ein L-Schiff. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Kein Problem, scannen Sie so viel Sie wollen. Der Scanner hat nichts Unerwünschtes gefunden. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, ich habe irgendwas? Nö, kann nicht sein. Hab nichts. So, jetzt steht hier wieder ein Satellit. Jetzt steht hier auch sogar ein Schiff. Da ist er. Da ist einer. Oder nee, das ist Polizei. Ja, die haben fast dieselben Farben. So, kam jetzt hier gerade ein Alarm? Ja, jetzt kam gerade ein Alarm. Gegner, Standort, Frau Manebel. Genau. Die haben wir wieder. Eclipse. Pegasus, Nemesis, Elite. Fordere umgehend Verstärkung ab. Oh, diesmal haben sie ihn erwischt. Ich fährt ja irre. Wie der immer gleich wegboostet, der Pilot, ja? Erwarte Befehle. Noch ein Gegner im System, okay. Schon wieder eine Prometheus. Jetzt hackt sie schon wieder die Station. Alter, die hacken hier eine Station nach der anderen, ja. Wo ist mein Dicker? Wo ist mein Brummer? Brummer ist immer noch nicht da. Wo ist er? Hier ist er. Hier steckt er fest. Ja, der kann scheinbar nicht durch den Highway fahren. So, wir sind dran. Wir gucken mal, was passiert. Verschwinde! So leicht verunsichern Sie mich nicht. Aber was soll ich noch machen, außer den jetzt abzuknallen? Also, welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Wir sind 20. Da ist er. Sie sind ja noch über, als ich anfangs dachte. Sie haben wohl noch nicht genug, was? Das war ein fataler Fehler. Sie haben wohl noch nicht genug, was? Du bist geliefert. Etwas hat uns getroffen. Oh, der hat ja nur gar nichts mehr hier. Sie haben wohl noch nicht genug, was? Warum beschießt du mich? Hülle beschädigt. Ich möchte in Werfe aus. Das war ein fataler Fehler.
Was? Das machen wir nicht. Nein. Machen wir nicht. Bis zur nächsten Folge.